Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Seliger Leben. Mein Name ist Anke Seliger und ich lege speziell zum Seelenpartner-Thema Karten hier auf YouTube. Ich habe es mal mit Beruf und Gesundheit und allen anderen Sachen versucht, aber das wolltet ihr nicht so sehen. Das Seelenpartner-Thema hat euch mehr interessiert und aus diesem Grund ja, gibt es dazu regelmäßig Kartenlegungen von mir mit mir. Und ganz speziell am Sonntag, dann legen wir immer das karmische Kreuz auf den Seelenpartner. Normalerweise bin ich an Portaltagen und Vollmond, Neumond auch immer für euch da. Gestern war Portaltag und ja, ich habe kein Video gedreht, das hat aber einen guten Grund. Ein bisschen schlechtes Gewissen habe ich euch gegenüber, alle, die mich schon länger verfolgen. Das ist mir schon ein Bedürfnis, also gerade an den Tagen, wo die Energien ganz besonders sind, eben Portaltage, Neumond, Vollmond, auch entsprechend etwas für euch zu tun und euch Unterstützung im Seelenpartnerprozess zu geben. Aber gestern war ich mit meinen Kindern in großen Missionen unterwegs. Wir wollen nämlich Nachwuchs haben. Das letzte Kind hat Fell und deswegen waren wir bei einem Züchter in Nordrhein-Westfalen, was von uns aus eben eine lange Fahrt, also ein Tagesausflug bedeutet hat, hin und zurück. Und ja, deswegen habe ich gestern mal keine Legung auf YouTube hochgeladen zu dem wichtigen Portaltag, aber ich habe Karten in meinem WhatsApp-Status eingestellt gehabt, die den Portaltag auch betreffen. Also alle die, die mir da schon eine gewisse Zeit folgen, waren trotzdem informiert. Zum Portaltag ist wieder mal die Karte gefallen. Achte auf die Zeichen, die dir das Universum bietet. Heute werden dir Zeichen geschickt, dein Gegenüber spürt es auch. Das war so für den gestrigen Tag und aus der Akasha-Chronik, aus dem Orakel kam, glaube, lass den Wunsch nach Kontrolle los und vertraue auf deine liebevolle höhere Kraft. Ja, bleib im Vertrauen, dir werden Zeichen geschickt und dein Seelenpartner kriegt dir auch. Also ich habe das gestern auf jeden Fall gespürt, als ich losgefahren bin, getankt habe, stand ich an Tankstelle 13 und habe 81,81 Euro bezahlt, wenn das kein Zeichen ist. Ja, und diverse andere Zeichen kamen auch. Es muss ja nicht immer sein, dass es über Uhrzeiten oder Kassenbon oder so läuft. Also über Autokennzeichen habe ich gestern sowieso ganz viele Zeichen bekommen. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass die Musik irgendwo mit mir spricht. Ja, ich habe meine Mediathek angeschlossen, um halt nicht ständig irgendwie neuen Radiosender zu hören. Und dann kommen, finde ich das immer so verblüffend, wenn dann Lieder hintereinander kommen wie Lost Without You. Also das könnte jetzt so sein, dass du als weiblicher Seelenpartner sagst, oh, ich bin verloren ohne dich, mein Liebster. Und als nächster Song kam dann Control von der jungen Hamburgerin, die an Epilepsie leidet. Also es hat eigentlich einen anderen Hintergrund, dass sie niemals die Kontrolle über ihren Körper verlieren möchte. Aber das ist ja auch immer eine gute Aussage vom Gegenüber, ne? Also der männliche Seelenpart hat auch oft Angst, die Kontrolle zu verlieren. Das kam dann als Antwort darauf. Und dann als nächstes kam Nena, gib mir die Hand, ich bau dir ein Schloss. Ach, ich kann nicht singen. Ein Schloss aus Sand, ne? Ihr wisst schon, wie das Lied geht. Ich wollte es jetzt einfach mal, aber nee, ich lasse es lieber. Also das finde ich immer so fantastisch, ne? Das sind ja auch Zeichen, die euch von oben geschickt werden. Das war also für mich als Außenstehende so das Gespräch der Seelenpartner miteinander. Oh, ich bin verloren ohne dich. Und er sagt, ich kann die Kontrolle einfach nicht abgeben. Und du sagst, lass doch los, ich baue dir ein Schloss aus Sand. Ne? Also eigentlich ganz schön und ich war ganz oft am Schmunzeln. Also die Engel und die lichtvolle geistige Welt da oben, die haben auch immer mal so einen Schatz auf Lager, sodass man da aus dem Schmunzeln gar nicht mehr rauskommt. Ja, bevor wir zum karmischen Kreuz kommen, ich habe mir heute mal etwas aufgeschrieben, weil ich nicht der Astrologe entsprechend bin, aber mich natürlich auch für die Astrologie so ein bisschen interessiere und ich spiele ja auch in unseren Seelenpartnerprozess entsprechend rein. Wir sind seit heute im Jahr des Saturns. Dieser wunderschöne Planet, ne, einer der schönsten Planeten, weil er eben so orange-rot ist und ganz viele Kreise, ganz viele Ringe um sich herum hat. Also ich glaube, er hat
ca. 46 Monde, die um ihn laufen und eine Unmenge Anzahl an Ringen, die sich hier um ihn herum bewegen. Also es ist einer der schönsten Planeten, wie ich finde. Und seit heute leben wir im Saturnjahr. Wofür steht der Saturn? Also mach heute ein bisschen Bildungsfernsehen und ich darf heute mal ablesen, okay? Der Saturn steht für Vernunft, Planung, Zukunft, Weitsicht, Bodenständigkeit, Ehrgeiz, Zuverlässigkeit, Karma, Schicksal, aber auch Grenzen setzen. Also ist von allem, was irgendwie sehr vernünftig klingt, was dabei. Ja, und Karma und Schicksal, ne? Also auch ein Jahr, in dem es sich gut auflösen lässt, Karma, ne? Deswegen muss man auch Dinge erkennen und gerade im Seelenpartnerprozess ist es ja häufig so, dass ihr als weiblicher Seelenpart hinterfragt, warum und weshalb ist das so? Es ist häufig mit früheren Inkarnationen zu verbinden, dass das heute mit euch passiert. Also vielleicht die Liebe, die nie gelebt werden sollte und jetzt die Aufgabe besteht, diese damals in vergangenen Inkarnationen nicht lebbare Liebe einfach lebbar zu machen. Ne? Also das kann schon sein, dass du diese wichtige Aufgabe in diesem Saturnjahr eben hast und gerade das Saturnjahr ist sehr gut geeignet dafür, solche Dinge auch zu lösen. Ja, und nochmal ein kurzer Ausblick dazu. Nach 2020, einem Jahr der Emotionen und Katastrophen, kommt Bodenständigkeit mit dem Saturn. Er hilft uns, das Große und Ganze zu sehen. Also nicht nur kleinteilig und kurzfristig zu denken. Auf die Paare bezogen können Familien gegründet werden, Häuser gebaut und man findet überhaupt zusammen und zieht zusammen. Langjährige Singles finden den passenden Partner und kommen endlich zur Ruhe. In der Politik geht es um Klimawandel, Vorbeugung von Pandemien und Friedenssicherung. Ja, und ansonsten könnte es für dich persönlich, was den Job angeht, um Neuorientierung und Fortbildung stehen, was sicherlich nach den ganzen Corona-Lockdown-Maßnahmen für den einen oder anderen sicherlich auch der Fall ist. Ne? Gesundheitlich besteht Nachholbedarf und der wird im Saturnjahr aufgezeigt. Wenn man jetzt das Saturnjahr einfach mal in der Numerologie sieht, also 2021, dann sind wir bei der 5. Die 5 ist im Tarot der Hierophant, also passt auch zu dem, was wir vorhin gehört haben, ne? Vernunft und Planung. Ne? Also der Hierophant steht eben auch für eine Art Sinnfindung. Finde den Sinn deines Lebens. Warum bist du hier? Was ist deine Lebensaufgabe? Ne? Also bist du mit dem, was du bis jetzt hattest, glücklich? Wenn nein, dann trenne dich davon. Wenn ja, dann schau, dass du es dir erhältst. Ne? Also das sind so wichtige Botschaften. Was haben wir noch hier? Wertschätzung, Verständnis, Aufrichtigkeit. Alles Dinge, die uns im Saturnjahr begegnen. Also es wird ein gutes Jahr, was die Partnerschaft angeht. Ihr habt es gehört. Und deswegen schauen wir jetzt auch schon mal ganz konkret, wie die nächste Woche mit dem Seelenpartner verläuft. Was denkt, ach so, bevor ich nochmal, für alle die, die mir zum ersten Mal zuschauen, ihr als Zuschauer seid immer die Dame und euer Gegenüber ist immer der Herr. Und wir beginnen jetzt damit, dass wir schauen, welche Gedanken hat euer Gegenüber. Na, das sieht ja super aus, das war ein bisschen viel. Ja, wir lassen mal die 2 liegen. Also als erstes ist der Ring gekommen und als zweites der Turm. Ja, er denkt schon an eine feste Partnerschaft mit dir. Ne? Also ihm würde das wirklich freuen, wenn ihr das beide auf die Reihe kriegt. Er könnte sich, also du bist sozusagen seine Wunschpartnerin. Er könnte sich wirklich eine Partnerschaft mit dir gut vorstellen. Aber er ist noch nicht so weit und deswegen befindet er sich aktuell im Rückzug. Ne? Also die Partnerschaft ist gerade noch blockiert, weil er sich zwar schon Gedanken dazu gemacht hat, aber in der Umsetzung hapert es einfach noch. Ne? Wie sind deine Gedanken aus? Ja, da haben wir den Klee und die Fische bekommen. Du hast lange nichts von ihm gehört. Du schaust doch so ein bisschen aus dem Fenster und denkst,
Kommt er noch oder kommt er nicht? Sehen wir uns nochmal oder war es das in diesem Leben? Ne? Aber du hast immer noch die Hoffnung, dass das mit euch wieder von vorn beginnt, dass ihr euch wieder seht, dass diese tiefen Gefühle, die du für ihn hast, dass du ihm das einfach sagen kannst, dass du ihm das zeigen kannst, wie wichtig er dir ist und dass du auch erkannt hast, dass er deine große Liebe im früheren Leben war und dass du es jetzt einfach besser machen möchtest. Egal, was damals passiert ist, egal, was damals war, warum eure Liebe nicht gelebt werden konnte, ob es die Außenwelt war, gesellschaftliche Normen oder ob er sich anders entschieden hat, ob du zu feige warst, die Verbindung einzugehen. Ganz egal, du hast einfach die Hoffnung, die tiefen Gefühle, die du hast, an den Mann bringen zu können. Also auch mit ihm eben in eine Partnerschaft gehen zu können. Was fühlt euer Seelenpartner? Wir haben das Haus und wir haben die Uhr. Er fühlt, dass du seine Basis bist, ne? Dass du ihm Halt gibst, dass du ihm Stabilität gibst, dass du immer für ihn da bist, dass du ein sicheres Zuhause für ihn bist. Er möchte einfach mit dir ankommen. Der ein oder andere denkt auch oder fühlt es, dass, ich sag mal, ein Umzug oder ein Zusammenzug in nächster Zeit irgendwie anstehen könnte. Ne? Er hat aber auch die Uhr gebracht und sagt damit, ich fühle das, aber es ist noch nicht die richtige Zeit. Ich weiß, dass wir zusammengehören. Ich möchte mit dir zusammen alt werden. Ich möchte mit dir zusammen sein. Ich möchte mit dir eine feste Partnerschaft. Aber es ist noch nicht so weit. Hab noch Geduld. Ne? Das Wort, was wir so ungern hören, aber was für ihn absolut wichtig ist, sich über alle möglichen Dinge Gedanken zu machen. Ne? So, was fühlst du? Ne? Zwei Karten reichen mir. Wir haben die Schlange. Und wir haben den Herzensweg. Ja, der ein oder andere von euch fühlt, dass es da noch jemanden anders bei eurem Herzensmenschen gibt. Ne? Also mit der Schlange ist häufig eine weibliche Energie gemeint. Der ein oder andere fühlt, dass da vielleicht noch eine Rivalin ist. Ne? Dass er noch eine andere Partnerin hat, von der er sich gerade nicht loseisen kann oder loseisen möchte. Und wenn es nicht die andere Partnerin ist, dann kann es auch sein, dass euer Seelenpartner einfach noch ein Thema mit seiner Mutter hat, dass da Dinge ungelöst sind, die auf eure Liebe entsprechend widerspiegeln. Also häufig ist es dann so, wenn jemand ein Mutterthema hat, dass er einfach in der Kindheit zu wenig Mutterliebe bekommen hat, egal aus welchen Gründen, ob die Mutter nicht dazu in der Lage war, ein Kind großzuziehen, es weggegeben hat oder ob die Mutter einfach mehr für sich, für ihr Leben, sich um andere Männer zu kümmern und nicht ums Kind oder für ihren Job gelebt hat. Ne? Das können also Dinge sein, wenn man eben in früher Kindheit zu wenig Liebe von der Person, die einen zur Welt gebracht hat, bekommt, dann kann sich das auf die Liebe des Lebens auch entsprechend widerspiegeln. Leider. Die Schlange kann aber auch eben für den langen Prozess stehen. Ne? Also der ein oder andere von euch ist auch der Meinung, es ist jetzt lange genug. Ne? Dieses ewige Hin und Her und ich will jetzt endlich mal wissen, was Phase ist. Ich möchte jetzt den Herzensweg gehen. Ne? Du fühlst, dass, dass es Sinn macht, jetzt loszulaufen, dass es Sinn macht, auf ihn zuzugehen. Das ist so in deinem Herzen. Schauen wir mal, was zwischen euch beiden steht. Was verbindet euch? Was hindert euch, einander, aufeinander zuzukommen? Was, waren zu viele Karten. Was ist wichtig für euch zu wissen? Was solltet ihr tun? Na, wir haben zwei. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich nehme beide. Ja, also was steht zwischen euch? Das große Glück und die feste Verankerung. Also du weißt, dass er die Sonne in deinem Leben ist. Ne? Er macht dich glücklich und sobald er in deiner Nähe bist, fängst du an zu strahlen. Und ja, die Ohren kriegen Besuch, wenn du lachst. Also es ist einfach
Er macht dich glücklich, man kann es nicht anders bezeichnen. Es strahlt so viel Wärme aus und andersrum ist es genauso, ne? Er sieht deine Wärme, deine Herzlichkeit. Er sieht, wie liebevoll du bist, wie liebevoll du mit ihm umgehst. Und das möchte er einfach auch nicht missen, ne? Das steht zwischen euch beiden. Das ist euch beiden wichtig. Dann ist noch der Anker gefallen. Ihr beide, ne? Der Anker ist ja auch immer beidseitig. Also wenn er hier mal drauf schaut, da haben wir ein Ende, da haben wir ein Ende. Also ihr beide möchtet die feste Verankerung. Ihr beide möchtet ankommen, ihr beide möchtet zusammen ankommen. Ihr beide wisst, dass der andere euer fester Partner fürs Leben sein könnte, dass das funktionieren könnte. Ne? Gut, schauen wir mal drauf, was es aktuell ist. Ja, es ist die große Liebe. Haben wir mal wieder das Herz bekommen, ne? Es ist die wahre Liebe. Es ist eine ganz tiefe Liebe, die euch beide verbindet. Nicht nur tiefe Gefühle, die du im Kopf hast, sondern auch von seiner Seite ist das so, dass, na, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, du bist sein Glück, du bist seine Liebe. Er kann sich die Partnerin vorstellen, aber weiß noch nicht so richtig, wie er es machen soll, ne? Aber sehr schön, ne? Toll. Was wird das mit euch beiden? Was wird das mit euch beiden? Haha, wir bekommen keine Antwort. Zumindest für diese Woche nicht. Also, für diese Woche ist gefallen. Was wird das? Es wird schicksalhaft. Es wird von oben bestimmt, das, was mit euch passiert. Das mit euch beiden hat auf jeden Fall Sinn, weil ihr seid gegenseitig Lernpartner. Ihr habt gegenseitig Lernaufgaben, das sagt dieses Kreuz auch. Ne? Also schaut da drauf, was glaubt ihr, was müsst ihr in diesem Seelenpartnerprozess für euch lernen und arbeitet daran. Und dann könnt ihr ein Stückchen weiter auf euren Seelenpartner zugehen. Natürlich ist es auch für ihn an der Zeit, seine Lernaufgaben nicht nur anzuschauen, sondern auch zu bearbeiten. Ne? Also er sagt immer, er braucht Zeit. Das ist auch gut so, aber nicht die Zeit dafür, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern Zeit dafür, etwas daraus zu machen, sich Dinge bewusst zu machen und daran zu arbeiten. Ne? Also die verschiedenen Ängste, die ihm durch den Kopf geistern, wenn wir nachher Zeit haben, lese ich euch nochmal ein Kapitel vor aus den Seelenverträgen. Also diese verschiedenen Ängste, die ihm durch den Kopf geistern, einfach loszulassen. Keine Angst davor zu haben, wir hatten letzte Woche die Hingabe, keine Angst davor zu haben, sich in der Seelenpartnerin zu verlieren. Warum? Ja? Lass diese Angst auf der Hingabe los. Es ist ein Geben und Nehmen. Also wenn er Angst davor hat, sich hinzugeben, weil er sich verlieren könnte, dann ist er doch schon verloren. Ne? Das drüber nachdenken ist doch schon alles. Lass diese Angst los und schau einfach, dass du das Beste daraus machst. Du weißt, dass es deine große Liebe ist, du weißt, dass sie dich glücklich macht und du weißt, dass sie dein großes Glück ist. Kümmere dich nicht um andere Sachen, kümmere dich um deine Seelenpartnerin. Lernaufgabe. Ne? Okay, also diese Woche wird gelernt. Nicht nur im Bildungsfernsehen über den Saturn, sondern halt auch im Seelenpartnerprozess. Gut, schauen wir noch auf die einzelnen Tage. Dafür habe ich Secret Keycards von Nadine Breitenstein wieder dabei. Und wir beginnen gleich mit dem Montag, wenn ich meine Brille entsprechend aufgesetzt habe. Da bin ich wieder. Okay, am Montag kommt das Silbertablett. Die Wahrheit präsentiert bekommen, ein wichtiges Schriftstück erhalten, wonach man lange gesucht hat. Ein Überraschungsmoment, Silber. Hm. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Reden, reden, reden. Ne? Vielleicht kommt der Seelenpartner um die Ecke und fängt endlich an zu reden. oder du hältst, wie gesagt, ein wichtiges Dokument, ein wichtiges Schriftstück. Eine wichtige Botschaft vom Seelenpartner, aber auch vielleicht ein wichtiger Vertrag beruflich gesehen oder Scheidungsurteil oder andere gerichtliche Auseinandersetzungen, wo es vielleicht auch wichtige Botschaften für dich gibt. Der Dienstag. Der Dienstag ist die Fabrik. Negative Ausstrahlung, Aufputschmittel konsumieren, seelische und psychische Überbelastung zugunsten einer gesteigerten Leistungsfähigkeit in Kauf nehmen, Elektrosmog. Am Dienstag wirst du ganz viel arbeiten
Und damit du das durchhältst, nimmst du vielleicht auch ein paar Mittelchen, die du nicht nehmen solltest, um einfach deiner Überlastung entgegenzuwirken. Ja, kein schöner Tag. Geh mal schnell auf den Mittwoch, ne? Aber zumindest bitte schnell vorbeigehen, weil wenn es zugeht wie in der Fabrik und du zu tun hast wie die Häftelmacher, dann hast du natürlich, wird die Zeit natürlich schnell vergehen. Ein Morgengruß kommt am Mittwoch. Neuigkeiten austauschen, freundliches Miteinander, gegenseitiges Zuhören, eine schöne Nachricht am frühen Morgen erhalten, Empathie und Nachbarschaftshilfe. Ja, also entweder es klappt mit dem Nachbarn oder vielleicht auch mit dem Seelenpartner. Auf jeden Fall geht es hier um fröhliche Botschaften, freundliche Neuigkeiten, die auch schon morgens eintrudeln sollen, denn es ist ja der Morgengruß. Gehen wir weiter zum Donnerstag. Was passiert am Donnerstag? Die rhetorische Frau. Wortgewandt, Redekunst, Überzeugungskraft, sich umstimmen oder beeindrucken lassen. Eine Frau, die einen den Wind aus dem Segel nimmt. Verbaler Schlagabtausch, anregende Kommunikation. Also es muss jetzt nicht unbedingt auf eine Frau bezogen sein. Vielleicht für dich, wenn du als männlicher Zuschauer zuschaust. Für alle Frauen kann es auch der rhetorische Mann sein. Auf jeden Fall geht es am Donnerstag um Wortgefechte, vielleicht mit dem Seelenpartner, dass es ein flottes Hin und Her gibt, wo man sich eine anregende Kommunikation mit einem schönen Schlagabtausch liefert. Kann schon sein, ne? Gut, der Freitag, was bringt uns der Freitag? Die Schatzkarte, Streben nach Glück, als Erste etwas entdecken, einen lukrativen Plan verfolgen, einen Masterplan haben, eine wichtige Botschaft, ein Geheimnis lüften. Und der Vortrag, rhetorische Fähigkeiten, Überzeugungskraft, einen Vortrag halten, Referate, Seminare, Sitzfleisch, langatmig. Ja, also vielleicht, es ist ja gerade ein bisschen schwierig, an Seminaren teilzunehmen, aber irgendeine Zusammenkunft, wo du dich ein bisschen auf den Hintern setzen musst, vielleicht findet es auch online statt, wird dir zu einem wichtigen Gedanken verhelfen. Also du wirst entweder eine wichtige Botschaft erhalten oder es wird ein Geheimnis gelüftet oder dir fällt irgendwas ganz Tolles ein und du wirst einen neuen Plan verfolgen. Ja? Also kann auch was mit dem Seelenpartner zu tun haben. Wir sind bei Samstag. Schon wieder ein Wochenende in Sicht laut Karten. Es geschieht am Samstag nächste Woche. Schon wieder zwei Karten, na sag mal. Unboxing. Etwas auspacken, entdecken und der Öffentlichkeit präsentieren. Etwas auf Herz und Nieren prüfen, Testkäufe, Werbetrommel, Kosten-Nutzen-Analyse. Dornröschen, wach geküsst werden, der wahren Liebe begegnen, Liebesglück, von vielen Fehltritten, Unvoreingenommenheit, Blicke auf sich ziehen, beneidet werden. Sehr schön. Ja, vielleicht dieses Geheimnis, was du am Freitag entsprechend erfährst, wirst du lüften. Aber das Schönste am Samstag wird einfach sein, dass du dich wieder ein Röschen fühlst. Ne? Also es wird dir die wahre Liebe deines Lebens begegnen. Und falls es nicht der ist, dann ist es vielleicht jemand anders. Aber ich vermute sehr stark, dass der Seelenpartner, nicht umsonst liegen die Karten ja auch so zwischen euch, mit der tiefen Liebe, mit dem großen Glück, ne, mit der karmischen Verbindung. Also ist, die Karten stehen wirklich gut, die Sterne stehen wirklich gut, sagen die Karten, dass am Samstag dein Seelenpartner um die Ecke kommt, dich wach küsst, dich in den Arm nimmt und alle anderen euch neidisch bewundern werden, wie ihr zwei Strahlen durch die Straßen lauft. Ach, ist ein Märchen schön. Manchmal grausam, aber eigentlich auch schön, ja? Gut, haben wir noch den Sonntag. Der nächste Sonntag ist ein Vollmond. Der 28. März ist Vollmond, ich glaube in der Waage. Genau, in der Waage. So, was werden wir am Vollmond erfahren? Das Puzzle.
Die Lösung eines Problems finden, Geduld haben, etwas fügt sich zusammen, man steht kurz vor dem Durchbruch, das perfekte Gegenstück. Na fein, also wenn dich dein Seelenpartner Samstag wach geküsst hat, bist du am Sonntag hin und weg und wirklich der Meinung, dass du dein passendes Gegenstück gefunden hast. Also es verstärkt sich immer mehr für dich, dieses tiefe innere Wissen darum, dass ihr euch schon sehr, sehr lange kennt, dass es eine Liebe ist, die einfach gelebt werden sollte. Verstärkt sich auch noch am Sonntag. Sehr schön. Ja, das wird doch eine gute Woche. Also wir haben bis auf Dienstag, wo es ein bisschen arbeitsmäßig ganz schön drunter und drüber geht, gibt es ganz viele Möglichkeiten, mit dem Seelenpartner in Kontakt zu kommen. Ne? Oder von ihm aus wird der Kontakt sozusagen in Kraft treten. Er wird dich wachküssen, das ist das Schönste. Freut euch aufs Wochenende, aufs Nächste. Der Samstag klingt toll. Ja, ich habe euch das letzte Mal, und es kam ganz gut an, also ich habe ein paar Zuschriften bekommen, dass euch das gut gefallen hat, aus den Seelenverträgen entsprechend vorgelesen. Wir haben das letzte Mal uns mit der Angst vor der Hingabe des Seelenpartners beschäftigt. Ich habe heute die Angst der Liebe, Angst vor der Liebe dabei und würde das genauso wie beim letzten Mal machen, weil ich finde, das ist immer wunderbar beschrieben, dass man nochmal genauer hinschauen kann und bestimmte Sachen erklärt bekommen. Die Angst vor der Liebe. Von diesem Thema sind die meisten Männer betroffen. Es ist der Hauptgrund für Selbstmord, gerade bei jungen Männern, weil sie Angst vor der Liebe haben. Das Ego spielt ihnen vor, dass Liebe verletzt und dass alles es tut alles, um Situationen hervorzubringen, in denen genau das geschieht. Er will sagen, siehst du, die Liebe verletzt dich, also liebe nicht. Tue alles, damit die Menschen, den Menschen, den du liebst, dir wehtut. Denn Liebe tut weh. Seelen, die das Thema Angst vor der Liebe heilen müssen, brechen häufig Beziehungen ab. Sie haben in der Regel Kurzzeitbeziehungen und sind über längere Zeitperioden Single. Sie tun unbewusst alles, damit sie in einer Beziehung verletzt werden, um sie dann sofort abzubrechen. Woher kommt dieses Verhalten? Was steckt dahinter? Es sind Verletzungen aus alten Leben, die unbedingt geheilt werden müssen. Meist hatten diese Seelen eine sehr große Liebe, die sie nicht öffentlich leben durften. Mit dem Leben dieser Liebe war häufig Lebensgefahr verbunden. Deshalb, Liebe tut weh. Die Liebe durfte nicht richtig gelebt werden. Nicht nur einem selbst, sondern auch dem Partner drohte Lebensgefahr. Betroffen von diesem Thema waren vor allen Dingen Krieger des Lichts. Es ging um geheimes Wissen und das Hüten dessen. Häufig waren es Seelen, die das Licht Gottes auf Erden vertraten, als der Planet Erde sich immer mehr in die Dichte und Schwere der Dualität begab. Die Seelen tragen so viel Liebe in sich und wollen diese wieder leben können. Sie verstehen ihre eigenen Verhaltensweisen nicht und vereinsamen zunehmend. Den Partner, den sie lieben, verletzen sie unbewusst immer wieder und stoßen die Liebe von sich. Damit wollen sie erreichen, dass dieser Partner sie wiederum mit Worten verletzt. Es ist paradox und für beide sehr schmerzhaft. In der Regel beinhaltet der Seelenvertrag, dass die große Liebe dieser Seele in das Leben eintritt und vorangeht, um zu heilen. Das erfordert viel Kraft und immer wieder den Blickwinkel auf die Wirklichkeit. Was kann derjenige tun, wenn im Partner genau dieses Verhaltensmuster erkannt wird? Es erfordert Besonnenheit, innere Stärke, Gleichmut. Wenn Zeitperioden folgen, in denen der Partner untertaucht und ruhige Reaktionen kommen. Es erfordert, dass auf die Ego-Spiele des Partners mit Liebe und Gelassenheit reagiert wird und zu erkennen, dass der Partner verletzt werden möchte, damit das Ego die Bestätigung erhält, Liebe tut weh. Gerade darauf sollte nicht reagiert werden. Verletzende Worte dürfen nicht ernst genommen werden, denn sie entspringen dem Ego. Was passiert also, wenn der eine Partner dem anderen gegenüber, der Angst vor der Liebe hat, nicht mit verletzenden Worten, sondern mit Gleichmut, Gelassenheit und Liebe reagiert? Das Ego muss weichen, denn ihm wird der Nährboden entzogen. Die gewünschte Reaktion, Liebe tut weh, tritt nicht ein und so kann Heilung erfolgen. Zum ersten Mal kann Heilung eintreten. Andere Partner reagierten mit Wut und das Ego gewann immer. Aber bei diesem Partner, in der Regel die große Liebe aus dem vergangenen Leben,
kann endlich Heilung eintreten und das Ego muss weichen. Die Liebe tut nicht weh, auch wenn man selbst die Liebe zurückgestoßen und mit Füßen getreten hat. Heilungs- und Gnadenenergie kann endlich fließen. Ja, Liebe tut nicht weh und es ist für euch wahrscheinlich als Zuschauer, ne, weil das ja hier die häufig die männliche Energie auch betrifft, die der Meinung ist, Liebe tut weh, ist es eben auch schwierig, ne, da ruhig zu bleiben, gelassen zu bleiben, in der Ruhe zu bleiben, Rückzüge zuzulassen, Rückzüge zu verstehen, in Geduld zu sein, geduldig zu warten, bis bei dem anderen angekommen ist, Mann, das ist wirklich meine Liebe des Lebens und sie will mir nicht wehtun. Sie will mir nicht wehtun und insgesamt tut es auch nicht weh, wenn wir uns aufeinander einlassen. Ne? Also dieses Bewusstsein beim anderen zu erzeugen, ist schwierig und dauert, aber es ist sehr wertvoll. Also es ist einfach das Schwierigste, sich nicht verletzen zu lassen durch Worte, die fallen oder eben auch durch Schweigen, durch Rückzüge, durch nicht reagieren, durch sich nicht melden. Ne? Das ist, glaube ich, eine ganz typische Angst beim Seelenpartner. Deswegen ihr hier auch zuschaut. So, und bevor wir das Ganze jetzt zum Abschluss bringen, nehme ich noch eine Karte aus Nicole Hartmanns Liebesorakel und schau mal, welche Tagesbotschaft haben wir heute noch. Was sollen wir heute noch über die Liebe wissen? Was ist heute wichtig über die Liebe zu wissen? Herzen, eure Herzen schlagen im Gleichklang. Na bitte, auch wenn ihr nichts hört, die Herzen schlagen im Gleichklang. Bleibt im Vertrauen, bleibt in der Geduld. Er sagt genauso wie du, du bist die große Liebe für ihn. Du bist das große Glück, er möchte die feste Verankerung mit dir. Es ist alles karmisch bedingt, es hat mit alten Vorleben zu tun, dieses Verhalten, was er, aber auch du an den Tag legst. Einer zieht den anderen immer nach. Ne? Das ist euer Heilungsprozess, auch dieser Rückzug von ihm und dieser Stillstand, dieser gefühlte Stillstand ist auch euer Heilungsprozess. Es passiert was bei ihm. Es passiert was. Ne? Die Herzen sind im Gleichklang. Hab einfach Geduld. Gut, ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ich wünsche euch allen, dass diese Woche wundervoll wird und dass ihr alle Dornröschen sein dürft, die wach geküsst wird. Ja, schöne Vorstellung, ne? Gut, also, macht's gut, ihr Lieben, bis bald. Tschüss!